Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von für das Format reingeschaut. Und zwar spielen wir uns heute Rescue HQ. Das ist ein Simulationsspiel, ein Strategiespiel und erinnert ein bisschen stark an Two Point Hospital und Team Hospital, was ich ja sehr gerne gespielt habe, was es auch auf meinem Kanal gibt. Und das wollte ich mich heute mit euch mal ein bisschen angucken und ein bisschen reinfuchsen. Es ist von den Entwicklern Still Alive Studios und Aerosoft GmbH hat gepublished und kam dann 2019 raus. Ich bin sehr gespannt, weil es soll halt Harvest Moon, nicht Harvest Moon, Two Point ähnlich sein, aber doch irgendwie nicht so. Das soll ein bisschen vielleicht, glaube ich, komplizierter sein. Wir gucken uns das an. Berlin, du heißt jetzt Kadett. Standortszenario Berlin, Large Allee 10. Dauer 5 Wochen vor dem Endlosmodus. Herausforderung: Vermeiden Sie den Bankrott für die Dauer des Szenarios. Erreichen Sie Ziele für zusätzliche Geldmittel und Ansehen. Beschreibung: Die Standardeinstellung der Berlin-Karte, keine spezifischen Herausforderungen, keine Baueinschränkungen, im Grunde genommen eine Trainingskarte. Okay. Sie können unproduktive Stationen deaktivieren, um die Wartungskosten zu senken. Welcome, dear friend. I will personally guide you in building this HQ. Tell me your name. Wait, what? Oh, you can't. Well, tough luck. I dub thee Cadet. Ich finde, den Bürgermeister sieht ein bisschen creepy aus. Ohne Witz, ich finde, der sieht super creepy aus. Aber okay. Das Baumenü, wo sie Räume und Objekte kaufen, entsperren und platzieren, die Queue und das Inventarmenü. Sehr gut. You will set up firefighting, police and medical departments. You better follow my lead, Cadet. Okay. First off, let's build up the fire department. Not that I like fire. I mean, it's bright. And if you get close, it's warm and causes delicious, terrible pain. Verursacht köstliche, schreckliche Schmerzen. Okay. Ich hab verstanden. Ich weiß, was für ein Typ du bist. Es reicht. Anyways, you've got some money. Put it to use. Build a fire engine, prepare equipment, and get a hiring desk. You do that, and I'll make sure you have some fire emergencies soon enough. Echt jetzt? Du willst in deiner eigenen Stadt Brände legen? So, ich muss das, dann muss ich das markieren. Das habe ich verstanden. Okay. Jetzt muss ich erst nur noch gucken, womit ich das... Benötigt eine Straße, das war mir irgendwie bewusst. Oder muss ich das hier so dran bauen? Nee. Das habe ich doch gemacht. Gibt es halt zwei Feuerwehrautos. Krass, da passen drei hin. Sehr geil. Das habe ich gemacht. Ich habe eine Garage gebaut. Oder? Station suchen. Station zum Suchen von Feuerwehr. Büro bauen. Büro. Hier haben wir schon ein Büro. Gehen wir mal hier so rüber. Was ist denn da noch einfach hin? Nachfüllstationen für. Was? Nachfüllstationen für Luftwehr. Versorgungsraum.
Versorgungsraum. Ja. Achtung, darf ich das nicht außerhalb machen? Das sind so Schränke. Nicht im Versorgungsraum. Das hier ist der Versorgungsraum. Okay. Ach nee, das sind Schließfächer. Verdammt. Kann ich das wieder löschen? Nein! Versorgungsraum. So, das muss ich bauen. Das dauert ein bisschen länger. So. Ich habe auch 3 Autos gebaut. Notfall! You respond to emergencies and make the tough decisions that determine the safety of the city. The best part? This is also how you earn money. Ich finde der ist super creepy, der Dude. Im oberen Teil finden Sie Ressourcenanforderungen für den erfolgreichen Abschluss des Notfalls. In der unteren Hälfte können Sie die Assets zuweisen, die Sie losschicken möchten. Fahrzeuge, Besatzung und Ausrüstung Ihrer ausgewählten Fahrzeuge bieten auch die erforderlichen Sitze für die Besatzung und Plätze für die Ausrüstung. Choose carefully which vehicles, crew and equipment to send out, as they will be unavailable until this emergency is resolved. Wählen Sie sorgfältig aus, welche Fahrzeuge, Besatzungen und Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden sollen, da diese nicht verfügbar sein werden, bis dieser Notfall ausbricht. Okay. Wir haben das hier. Wir haben... Wir brauchen 4. Und wir nehmen ein Fahrzeug. So Leute, Attacke! Jetzt aber mit Schmackes! Fühlen sich jetzt an. Leute, das muss schneller gehen. A national holiday is about to start. People usually celebrate with tons of fireworks. Expect a lot of fires in urban areas during that time. Oh. Ich möchte ganz gerne tatsächlich hier eine Tür reinsetzen. Jetzt haben wir verschiedene. 20 Ansehen haben. Wir brauchen aber neue Anwärter auf jeden Fall. Wieso feuern? Look at that, a fire department. Now I can start to forward fire issues your way. Obviously, keep growing your department. You'll even be able to handle kittens and trees. We will definitely need more manpower if we are to thrive. We need to recruit more firefighters. Ja, da bin ich ja gerade dabei. New hires are usually rookies. They're nearly useless in the field, unless they have really strong superstition,
supervision. Having the muscle mass of yogurt, newly hired rookies are basically useless in emergencies. They can get stronger in a basic training area, usually. Sie können Ansehen ausgeben, um neue Stationen und Fahrzeuge freizuschalten, nach Hilfe fragen, um einen Notfall automatisch abzuschließen, es am Ende der Woche in Geld umzuwandeln. Sie können nur eine begrenzte Menge an Reputation aufbauen. Diese Obergrenze erhöht sich am Ende der Woche. Soll einen Trainingsraum einrichten. Okay. Ich möchte aber trotzdem ganz gern hier das so machen. Leute einstellen. Na schön, dann halt nicht. Habe ich jetzt ein bisschen blöd hingestellt, ne? Na, was soll's. Now your rookies can train for emergencies. Check the applicants tab in the crew menu. Some rookies are willing to join our little cult. Our cult. So much fun. Assimilating fresh souls, finding applicants, requires manning recruitment desks. Some may also join after completing objectives. Keep in mind that every crew member needs a locker. Let us keep expanding the common area. And by us, I mean you. Set up a small kitchen and a bathroom where people can eat in peace and use the toilet. Well, respectively. Anyway. If they don't have anything to eat, they'll just leave to get food right when you need them. I know, labor laws, right? Okay. Wir trainieren. Echt jetzt? Das ist das Training? Okay. Was wollen sie? Die wollen eine Dusche, was jetzt nicht so das Problem wäre. Ich muss anscheinend immer erst die Dinge bauen. So, ich denke, das reicht. Aber da, ich wollte es hier so. Naja, vielleicht ein Klo mehr. Ah, es benötigt eine Mauer. So, dann eine... Naja, gut. Kann ich das hier so hinstellen? So. Achso. Haben die keine Tische? Anscheinend nicht. Erstmal bauen wir noch einen Flur. Kann ich das hier aber erweitern? Fangen wir einfach hier vorne mit hin. Why not? Ne? Why not? So, Betten. Und jetzt nochmal andersrum. So. So, das habe ich jetzt alles gemacht. Ich möchte ganz gerne jemanden einstellen. Bewerber. Kann ich noch nicht draufklicken.
Aber die arbeiten doch nicht für uns. Sind es so viele, die hier arbeiten? Komm, eine Schicht, komm rein. Okay. Die Nachtschicht beginnt gleich. Okay. Vielleicht sollte ich in der Küche noch so. Ach, Mann. Notfall? Nee. Nationalfeiertag. Oh, Notfall. Entspann dich! So, damit haben wir jetzt 4, aber keinen davon. Lufttank. Los, Attacke! Okay, ja, es sieht ein wenig seltsam aus, was ich hier gemacht habe. Einer ist noch da. Der geht jetzt trainieren. Okay, es ist vollkommen anders, als ich mir das gedacht habe. Man hat hier Schichtsystem. Es ist in vielen Dingen wesentlich komplexer als Two Point und Team Hospital. Weil man hat ja hier anscheinend erfolgreicher Notfall. Yes. Sehr schön. Weil man hat jetzt anscheinend nicht nur ein Krankenhaus, sondern auch Feuerwehr und Polizeistation hieß es, ne? Also es ist nicht ohne. Was hier passiert? Wir müssen vielleicht noch so Luftdruckbehälter bauen. Ich hätte ganz gerne noch so einen Versorgungsraum. Eigentlich hätte ich ganz gerne nur einen Versorgungsraum. Wieso kann ich das denn jetzt nicht bauen? Wo eigentlich nur diese Dinger hier drin stehen. So. Die schiebe ich dazwischen. Nein, ich wollte es nicht verkaufen. Verdammt. So. Aber warum? Ich finde das so seltsam, dass sie hier keine Tische haben oder so. Don Carlito, in his unending wisdom, has decided to rat out his peers. The trial happens at the end of the week. Make sure his old friends don't get too close to him at the trial. Wie soll ich denn das machen? Ich bin doch nur die Feuerwehr, nicht die Polizei. Trainingsraum, Versorgungsraum, außerhalb. Ermöglicht das Bauen von Objekten mit einem größeren Platzbedarf. Feuerwehrhelikopter. Oh, ich könnte jetzt noch einen weiteren Wagen. Nee, die habe ich ja schon. Ist aber noch nichts so bei, wo ich sagte, ey, das könnte ich hier brauchen.
Lufttankressourcen. Und ist alles bei euch in Ordnung? Oh, da schläft einer drin. Guckt euch das an. Schließen Sie das Ereignis des Prozesses erfolgreich ab. Ja, aber wie? Ein Mafia-Boss steht in der Stadt vor Gericht. Der Richter bat um eine bewaffnete Eskorte. Stehen Sie bereit mit einem Mannschaftswagen der Polizei? 8 Polizisten und ein SWAT-Team in Ausrüstung. Ey, ich bin die Feuerwehr. Ich werde nichts gesagt haben, aber ich bin die Feuerwehr. Das können wir vielleicht noch alles bebauen. Ja, vielleicht müssen wir jetzt noch auf so einen Notfall warten. Hier brauchen wir nur 2. Ne, 3. So, 104%. Also wenn das nicht funktioniert, dann wissen wir schon. Los! Attacke, wir haben sogar noch das richtige Auto. Ja. Das heißt, es warten. Aber ich denke mal, dass wir jetzt damit im Prinzip das durchkriegen werden. Aber wenn ihr doch müde seid, dann geht doch ins Bett. Was? Nur 50? Polizist empfangen. Bewerber Polizist empfangen. Kann ich The celebrations are about to start. Be ready to respond. Kann ich jetzt... Nee, das sind doch... Ich kann keine Bewerber hier. Aber das Ding nicht besetzt ist. Die Menge an der Station ab und zu an die maximalen Energie wirkt sich auf die Effizienz aus. Es ist mir noch nicht so ganz klar, wie das Ganze funktionieren soll. Ich will aber nicht die Feuerwehr. Ich dachte, ich soll jetzt Polizei. Aber ich habe keine Polizei. Also das werden wir auf jeden Fall nicht machen können. Ach nee, das ist die Belohnung, wenn ich die 200.000 geknackt habe. Ja, aber es ist ja gar kein Notfall gerade da. Wir sind hier schön am Machen und tun. Alles schön aufblasen. Da brauchen wir das Auto. Na los, Attacke, Jungs und Mädels. Hätten wir tatsächlich. Nee, haben wir gar nicht. Shit. Können wir nicht machen. Versuchen wir es. Ich meine 67%. Was soll schon schief gehen? Das hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe keinen mit der Axt.
Nee, das geht nicht. Ich habe kein Mittags. Oh. Aber wo krieg ich denn Versorgungsraum? Erst bei 500? Das ist aber gemein. Das ist immer noch der mit der Brechaktion. Wenn ich jetzt den nehme, kann es trotzdem funktionieren. Ich habe das Brechwerkzeug nicht. The common area is complete. Terrific. Don't forget to add on to those spaces as your team grows. Let's set up a basic precinct so our people can go out and fight crime. Okay, jetzt haben wir das Schließfächer für Beamte, Streifenwagen, Polizeischreibtisch. Ich hätte das Schlafzimmer. Kann ich das Schlafzimmer komplett? Ja, kann ich. Hier so hinsetzen. Das ist nämlich das, was ich jetzt noch brauche. Ich würde ganz gern das komplette Schlafzimmer einfach. Nee, das geht, glaube ich, nicht. Oder? Nee, dann hätte ich hier im Prinzip das mit der Polizei machen sollen. Aber ist egal. Aber wir sind eh jetzt am Ende des Partes und ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick verschaffen. Es ist nicht schlecht, es ist aber wesentlich komplizierter und komplexer, glaube ich. Und hat aber das Potenzial, ziemlich cool zu sein. Also man muss sich da auch, wie bei den anderen Spielen, immer ein bisschen reinfuchsen, ausprobieren. Gucken, wie man das am besten machen kann, ne? Dass man sagt, okay, hier kommt jetzt das Büro von der Polizei zum Beispiel hin. Und dann versucht man das hier irgendwie so nur noch reinzumachen. Man müsste auch mal gucken, wie man vielleicht Räumlichkeiten komplett bewegen kann. Das wäre ziemlich cool. Aber okay. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.